Yo Leute, was geht ab und willkommen auf dem Rob Nation Kanal. Ich habe hier meine neuen Spiegel verbaut und ich wurde das eine oder andere mal drauf angesprochen, deswegen wollte ich euch das kurz mal erklären in einem ganz kurzen Video, wie die funktionieren. Die sind echt geil, irgendwie so blau getönt. Man kann die hier komplett rundherum drehen und natürlich festschrauben, wie man möchte. Man kann hier das Glas hier drehen, wie man möchte. Und das Allercoolste ist, dass das einfach so eine Klemmhalterung ist. Das heißt, man muss nicht den ganzen Lenker hier abbauen. Ich habe jetzt meine Hebel so ein bisschen auf beiden Seiten rübergeschoben und dann kann ich hier immer noch mit zwei Fingern, habe das davor auch nur mit zwei Fingern gemacht und kann man das so drehen. Man kann auch hier das hier einstellen. Ich habe es extra jetzt ein bisschen aufgeschraubt. Man braucht für die Montage wirklich nur einen Vierer Imbusschlüssel. Übel geil. Dann zieht man einfach die Schrauben fest, zack, wie man es haben will. Und es ist perfekt. Vom Lenkerabstand her, für die Leute, die es interessiert, dass sie legal sind, passt bei mir auch. Sie haben hier vom ungefähr von hier bis hier haben sie die 58. 56 cm, also von Mitte Lenker bis zu den Spiegeln braucht man ja 28 cm. Und sie haben ja auch, wie ihr seht, hier ein E-Prüfzeichen. Die Spiegel sind einfach die besten Spiegel, die ich kenne. Die sind von hier FAR, haben pro Spiegel hat es 30 Euro gekostet. Es sind alle Schrauben dabei, die man braucht dafür für die Montage. Schön groß, blau getönt, haben eine gute Wertigkeit, da wackelt nichts, da vibriert sich nichts lose. Ich habe die jetzt schon ein bisschen im Einsatz gehabt und das sind einfach geniale Spiegel. Ich finde, das sind die besten Spiegel, die es gibt für die Supermoto und Enduro Szene. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Kurz und knackig. Gibt eigentlich auch nicht sehr viel zum Erzählen über die Spiegel. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Und ein Abo, falls ihr weitere Videos nicht verpassen wollt. Ich lade eigentlich jeden Sonntag mindestens ein Video hoch und das kommt heute sogar unter der Woche. Deswegen haut rein, schönen Tag noch und man sieht sich. Ciao!